Hallo und herzlich willkommen im Zen Garden Paraguay zu einem neuen Bautagebuch. Leider war der Wind diesmal sehr stark und ich musste nachvertonen, also bitte nicht überrascht sein, wenn die Lippenbewegung nicht zum gesprochenen Wort zum Ton passt. Los geht es! Es hat sich wieder einiges getan in dieser Woche und das erste sind die Klimaanlagen. Ja, die gab es natürlich schon seit längerem, aber Sie sehen hier, bei den Klimaanlagen ist mittlerweile auch das Mauerwerk unterhalb aufgeschlagen worden. Warum? Denn die Verbindung zu dem Teil der Klimaanlage im Wohnraum geht oben rum. Man sieht das noch ganz schön an der Wand, da wurde aufgeschlagen und sämtliche Kabel wurden unter Putz gelegt. Unten, die Klimaanlage hat natürlich Kondenswasser, was rauskommt. Und dieses Kondenswasser wollen wir nicht einfach von der Klimaanlage runtertropfen lassen, sondern führen das, und das sieht man hier, in einem Schlauch zur Seite. Und das Ende, wo die Mauer nicht mehr aufgeklopft ist, da kommt die Regenrinne hin. Und Sie sehen, oben ist die Regenrinne letzte Woche auch schon angebracht worden. Und Sie sehen oben bei der Regenrinne auch die zwei Auslässe. Und das heißt, hier wird die Regenrinne nach unten geführt. Und genau an der Stelle, wo unterhalb der Klimaanlage das Mauerwerk aufgeputzt ist und dann nicht mehr, da trifft sich dann das Rohr mit der Regenrinne, mit dem Regenrinnenabfluss. Das heißt, in Zukunft sieht man die Regenrinne, klar, sieht man immer. Und von hinten her wird auch das Kondenswasser der Klimaanlage in die Regenrinne geleitet. Man sieht also gar nichts mehr von den Rohren. Und das ist einfach das, was wir ganz schick finden. Und genau das machen wir bei allen Klimaanlagen. Und ich zeige Ihnen auch mal, wie das bei der Klimaanlage auf der anderen Seite des Hauses aussieht, wo kein Regenrohr ist. Denn da mussten wir uns natürlich was anderes überlegen. Gehen wir mal hin. So, jetzt stehen wir auf der anderen Seite unserer ersten Doppelhaushälfte. Und Sie sehen, da ist eine Klimaanlage und das ist das Außengerät, der zweite Teil von der großen Klimaanlage, die in dem Wohn-Ess-Bereich des Haus Orinés ist. Und Sie sehen, hier haben wir keine Regenrinne. Genau deswegen verlegen wir hier den Abfluss unter Putz. Das heißt, es wurde aufgeschlagen, hier oben ist die Verbindung mit dem Rohr und das wird dann unten rausgeführt. Und ja, somit haben wir das auch gelöst. Kein Wasser, das runtertropft. Übrigens, nur mal so erwähnt, die Klimaanlagen hier können natürlich kühlen. Klimaanlage, ganz klar, aber sie können auch wärmen im Winter, kann man sie als Heizung einsetzen. Und auch wenn man sie als Heizung einsetzt, dann kommt da auch Wasser raus. Das darf man nicht vergessen. Übrigens eine Kleinigkeit noch. Sollte Ihnen das Video gefallen, dann freuen wir uns, wenn Sie Daumen hoch machen. Da sehen wir dann immer, es ist Interesse da und es freut uns einfach, wenn wir das auch von Ihnen wiedergespiegelt bekommen. Und sollten Sie unseren Kanal noch nicht im Abo haben, dann gleich auch noch neben dem Daumen auf Abo, Abonnieren klicken und Sie werden immer informiert, wenn wir ein neues Video live schalten. Das war einer der Hunde. Da haben wir jetzt da rumgeschaut. Übrigens, noch so eine Kleinigkeit. In puncto Bauen in Paraguay. Funktioniert alles, aber wie ich schon oft gesagt habe, Sie sollten dabei sein. Denn es sind die Kleinigkeiten hier, die es ausmachen. Und eine Kleinigkeit sehe ich gerade. Das sind nämlich zwei Plastikteile, die hier einfach so als Müll einfach im Grundstück liegen. Diese zwei Plastikteile sind Bestandteil, wenn Sie eine Klimaanlage kaufen. Und eigentlich sollten die so in der Wand drin stecken. Und man sieht es jetzt nicht, die Klimaanlage, das tun sie natürlich nicht, weil sie hier unten am Boden liegen. Also werde ich am Montag gleich mit dem Klimabauinstallateur mich auseinandersetzen, dass er das bitte noch irgendwie reinbringt. Naja, schauen wir mal, wie er das hinkriegt. Man sieht hier, man kann diese runde Scheibe auseinandernehmen. Das heißt, ich bin sicher, das können wir noch anbringen. Und bei dem, da sehe ich schwarz. Egal. Ich zeige Ihnen jetzt noch, was sich in unseren beiden Doppelhaushälften letzte Woche getan hat. Ja, und jetzt stehe ich hier auf der Terrasse der Haushälfte Orchidee. Und vielleicht fällt es Ihnen auf, es ist alles verputzt und es wird alles viel, viel heller. Und also sehr positiv. Ich finde das toll. Was hat sie noch getan? Hier
wo wir die letzten Wochen immer einfach reingegangen sind, da befindet sich mittlerweile eine Türe. Gefällt Ihnen die Türe? Ich finde sie schick. Das übrigens links an der Seite ist nicht nur irgendwie ein schwarzer Balken, der da sich von unten nach oben sieht. Das ist natürlich ein Stück Glas. Das heißt, man hat hier ein bisschen Lichteinfall, was wir ganz nett fanden. Auch der große, lange Griff. Wie gesagt, wir mögen so moderne Sachen und ja, uns gefällt es recht gut. Ich hoffe Ihnen auch. Was hat sie noch getan? Hinter mir, hier haben wir auch eine gemauerte Sitzecke. Wollen Sie sehen, wie sie funktioniert? Ich meine, da können Sie sich vorstellen, aber ich zeige es Ihnen trotzdem. Man setzt sich einfach drauf. Klar, ist jetzt zwar nicht schwer zu raten. Fällt Ihnen auf, dass hinter mir bei der Sitzecke noch relativ viel Platz ist? Die Idee ist ganz einfach. Das soll nicht nur als Sitzecke dienen, sondern eben auch, man soll sich gemütlich drauflegen können. Das heißt, Kopfkissen hier hin, Beine da hoch, Buch mit dazu und einfach ein paar Stunden ganz gemütlich an der frischen Luft lesen. Was Sie hier übrigens auch sehen, hier wird auch eine kleine Bordüre noch hingemacht. Und ja, sieht recht schick aus, ist aber natürlich extra Arbeit für den Maurer. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es im Haus aussieht, denn da wurde letzte Woche fleißig weiter gefliest. So, und ich stehe im Haus Orchidee. Was hat sich getan? Es ist vollständig verputzt, der Boden ist fertig, der muss nur noch gefliest werden, hier im Erdgeschoss. Man sieht auch hier bei der Treppe alles schön fertig verputzt. Wunderbar. Man sieht auch hinten, der Elektriker hat bereits seine seine ganzen Leitungen in die Rohre reingezogen. Das heißt, die Schalter und alles werden dann natürlich später installiert. Und auch ja, bauen im Fahrrad rein. Noch eine schöne kleine Anekdote. Hinter mir, Sie sehen es an der Wand, das sind übrigens die Geländer, die später hier an der Seite bei der Treppe installiert werden. Wir wollten die Treppe absichtlich offen halten. Interessant, dass die jetzt schon geliefert worden sind, denn einbauen können Sie die jetzt noch nicht, da das dauert noch ein paar Wochen. Zudem, in puncto Möbel, gerade im kleineren Haus, wenn das Geländer da ist, dann können Sie natürlich nur noch zerlegte kleine Möbel nach oben tragen. Das heißt, wenn Sie irgendwie längere, große Bretter haben, dann muss das Geländer, darf das hier noch nicht drauf sein, dass wir eben hier schön bequem mit größeren Brettern die Möbel nach oben tragen können. Genau deswegen hat Nathalie letzte Woche, weil man wollte die schon anbringen, hat Nathalie gerade noch eingreifen können, hat gesagt, nee, lass die mal hier stehen, denn die Möbel, die wir bereits für die beiden Haushälften hier haben, müssen noch hochgetragen werden. Auch wenn die zerlegt sind, trotzdem, das sind teilweise 1,80 Meter, 2 Meter lange Holzplatten. Und wie gesagt, sind die Geländer montiert, dann wird das hier, denke ich, einfach zu eng. Wir schaffen den Winkel nicht mehr, die um die Ecke nach oben zu tragen. Und jetzt schauen wir uns im ersten Stock an, was da passiert ist. Und da gibt's Fliesen. Das habe ich gerade gesagt, im ersten Stock hätte ich beinahe was übersehen. Das ist die Gästetoilette. Und Sie sehen, die Gästetoilette ist unten bereits. Der Boden ist fertig verfließt. Sieht doch schon schick aus. So, und jetzt sind wir hier oben im ersten Stock. Und bevor ich jetzt durch den Flur durchgehe, wollte ich Ihnen zeigen, das sind die Fliesen, die hier bereits verlegt worden sind. Und genau das gleiche Design kommt hier in die Treppe und auch unten in den Wohn-Essbereich. Ich muss sagen, ich finde die richtig schick. Der Effekt ist richtig toll. Die Sockelleisten, die fehlen noch, aber die kommen nächste Woche dran. Schauen wir uns mal an, was sich im Bad gefällt. So, im Bad, wir haben noch keinen Strom hier, deswegen auch so finster, deswegen auch hier das Handy als Lichtquelle. Wir sehen auch hier, der Boden ist bereits fertig verfliest. Wir sehen übrigens auch, mittlerweile wurde die Wand fertig eingezogen und auch verputzt zur Dusche hin. Sie sehen, da unten ist die Stufe runter, eine kleine Stufe in die begehbare Dusche. Wand muss noch gemalert werden, es muss noch die Fliesen drauf, ganz klar, aber der Boden, der ist bereits verfließt. So, und jetzt ta-ta-ta-ta, das elterliche Zimmer. Fertig. Das
heißt fertig, verfließt, angemalt, Farbe an die Wand, die Türen und die Steckdosen, die Stecker und so weiter, das fehlt natürlich noch, aber ansonsten, Sie sehen es, es ist fertig. Der Boden in einer Parkettoptik, die Wand, man nennt das hier die Farbe, ist ein ganz leichter Beige-Ton, würde ich jetzt nicht sagen, gelb, nicht Beige-Ton, das wird hier Pearl genannt. Und Sie sehen oben dann abgesetzt auch nochmal die Höhe ist etwa auf 2,40 Meter, glaube ich, haben wir abmalen lassen. Und darüber ist der Bereich weiß. Wir bekommen gerade Unterstützung von Nina. Ja, danke schön, dass du uns gefolgt bist. Wir reden noch weiter. Ja, einmal Gang. Das Fenster sehen Sie übrigens auch vorne, ist offen, damit eben der Raum von der Feuchtigkeit und vom Geruch auslüften kann. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut man es auf dem Video sieht. Links ist offen, aber es ist ein Moskitonetz drin. Also, das hier ist ein Moskitonetz. Und wie gesagt, wir könnten hier jederzeit das Ganze natürlich auch zumachen, aber an solchen Tagen wie heute traumhaft das Fenster offen zu lassen und mit dem Moskitonetz gibt es auch keine Probleme mit den kleinen Stechfliegen. Schauen wir uns das andere Zimmer gemeinsam an. So, jetzt sind wir im kleineren Zimmer, wir nennen es mal Jugendzimmer. Die Wandfarbe hier, Playa de Ipanema. Ipanema, danke. Und das Grün hier ist Verde de Agua. Und dann sehen Sie, also hier ein ganz leichter Grünton an dieser Wand und auch an der Außenwand. Und die anderen beiden haben, ich nenne es auch einfach die andere Wandfarbe. Auch hier fast fertig. Sie sehen, auf 2,40 Meter, die Wände sind gemalt. Angemalt, oben natürlich noch der Klebestreifen des Malers, der wird natürlich noch entfernt. Der Übergang wird noch richtig gemacht. Oben ist alles weiß. Wunderbar, rüber zum Haus Colibri. Und wir schauen uns da, wie da der Fortschritt ist. Lassen wir uns überraschen. So, die zweite Haushälfte, das Haus Colibri. Und wir sehen analog natürlich hier die gemauerte Sitzecke. Und natürlich auch die gleiche Eingangstüre. Heute ist nicht mehr viel dazu sagen. Gehen wir rein. Auch hier zwischenzeitlich alles fertig verputzt. Auch hier unten nichts gefliest. Wie gesagt, Mal- und Fließarbeiten, das war primär erst im anderen Haus, im Haus Orchidee. Und jetzt danach wird das Haus Colibri dann Schritt für Schritt auch fertig gemacht. Schauen wir uns an, wie es oben aussieht. Ah, übrigens, jetzt gerade beim Hochgehen, einfach auch wieder so aus dem täglichen Leben eines Baus. Sehen Sie die Pappstückchen? Die Treppe, der Estrich, da wird immer jede zweite Stufe gemacht und die Pappe zeigt an, auf welche Stufe die Bauarbeiter treten dürfen. Das heißt, parallel zu den Innenarbeiten wird hier eben die Treppe fertig gemacht und erst, wie gesagt, jede zweite Stufe, die Pappe zeigt an, wo dürfen die Maler und alle die oben Fliesenleger, wo dürfen sie drauf treten? Und dann eben am nächsten Tag, wenn der Estrich auf der Zwischenstufe trocken ist, wechselt das Ganze und die Pappe rutscht dementsprechend eins weiter. Ideen am Bau. Ja, jetzt stehen wir im ersten Stock vom Haus Colibri. Und auch hier wurde in diesem kleinen Zwischengang, den wir hier haben, wurden schon die Fliesen gelegt. Und Sie sehen auch hier, das Bad oben ist bereits fertig verfließt. Der Boden, die Wand noch nicht. Und Sie sehen auch hier, die Duschzwischenwand ist auch fertig. Gemauert und verputzt, noch nicht verfließt. Das kommt noch. Ja, jetzt schauen wir uns das große Zimmer an. Nina hat uns wieder begleitet. Danke dir. So, jetzt stehen wir im Haus Colibri, oben im ersten Stock. Und das ist ja das große Zimmer hier. Und Sie sehen, es wird gerade gemalert. Das heißt, die Grundierung wird aufgetragen und die Wand wird hier auch ähnlich im elterlichen Schlafzimmer mit Pearl auf 2,40 Meter gestrichen und darüber bleibt es weiß. Sehen, der Boden ist fertig verfließt. Hier haben wir eine etwas stärkere Holzoptik gewählt und ja, ich bin begeistert und ich freue mich schon richtig. Wir haben auch schon die Möbel besorgt für dieses Zimmer.
weiß, wie sie aussehen. Und ich bin schon richtig gespannt, wie die aufgebaut hier drin stehen, wie das dann wirken wird. Aber lassen Sie sich überraschen, ich nehme noch nichts vorweg. Ja, das war's für diese Woche. Wenn Ihnen unser kleiner Rundgang wieder gefallen hat, ich sag's nochmal, Daumen hoch, wir freuen uns drüber, dass wir auch sehen, dass Sie das Ganze genauso interessant finden, ja, wie wir auch. Ansonsten, bis nächste Woche, Ihr Zen-Garden-Team Paraguay. Bis dann, tschüss!